Hey. Hallo, Fremder. Du musst hungrig und durstig sein. Kann ich dich vielleicht für meine Ware interessieren? Bitte. Was hast du anzubieten? Zurzeit habe ich nicht allzu viel Auswahl. Der verdammte Großbauer liefert nicht mehr und was von den kleinen Höfen kommt, reicht nicht aus, um den Bedarf der Stadt zu decken. Zeig mir das. Zeig mir doch mal bitte trotzdem deine Ware. Zeig mir deine Ware. Apfel, Brot, Käse, ja, alles was passt, das typische. Erzähl mir mehr über den Bauernaufstand, komm. Erzähl mir mehr über den Bauernaufstand. Du bist doch so ein Händler dafür. Die Sache ist ganz einfach. Ona, der fette Großbauer, will keinen Tribut mehr an die Stadt zahlen. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sind im Krieg mit den Orks und der Fettwanst will alles für sich haben. Normalerweise greift die Stadtwache in solchen Fällen hart durch. Aber jetzt kommt das Beste. Es heißt, Ona hat sich Söldner angeheuert, um sich die Truppen der Stadt vom Hals zu halten. Hab ich schon gesehen. Das Ganze wird noch in einem verdammten Krieg enden. Als ob ein Krieg nicht reichen würde. Okay, ja. Was weißt du denn über die Söldner? Was weißt du über Onas Söldner? Ich habe gehört, die meisten von ihnen sind ehemalige Sträflinge aus der Minenkolonie. Und ihr Anführer soll eine große Nummer beim König gewesen sein. Ein General oder sowas, den sie Lee, als Verräter eingelocht haben. Unser Kumpel haben. Lee. Schlimme Zeiten sind das. Eigentlich bin ich auf dem Weg zu den Paladinen. Eigentlich bin ich auf dem Weg zu den Paladinen. Da hast du schlechte Karten. Seit die Paladine sich im oberen Viertel breit gemacht haben, lassen sie kaum noch jemanden hinein. Seine Ruhe haben. Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Ich? Nein. Ich habe hier auch nicht viel zu melden. Es gibt nur wenige Leute hier in der Unterstadt, die genug Einfluss haben, um dich an den Wachen vorbeizubringen. Matteo, mein Boss, ist einer von ihnen. Vielleicht solltest du mal mit ihm reden. Jo. Wo finde ich Matteo? Ach, der steht direkt hinter mir und regt sich gerade auf, dass du hier so lange mit mir rumquatscht. Wo finde ich Matteo? Du stehst direkt vor seinem Laden. Geh einfach rein. Er ist eigentlich immer da. Eigentlich würde er jetzt vor seinem Laden diesen kleinen Stand ja bewirtschaften, ne? Deswegen würde es dann ja passen. Was ist mit den anderen einflussreichen Bürgern? Was ist mit den anderen einflussreichen Bürgern? Die Händler und Handwerksmeister hier an der Hauptstraße sind die wichtigsten Persönlichkeiten der Stadt. Ja, so ähnlich. Du solltest versuchen, bei einem von ihnen als Lehrling angenommen zu werden. So wie ich. Seit ich bei Matteo arbeite, behandeln mich die Leute in der Stadt mit Respekt. Ja, ich brauche Geld und bin auf der Suche nach Arbeit. Ich brauche Geld und ich bin auf der Suche nach Arbeit. Passt ja gut zusammen. Ich habe gehört, Bosper hat Ärger mit seinem Lieferanten. Sein Laden ist direkt gegenüber. Es heißt, er zahlt ganz gut. Das hat er selber auch 100 Mal gesagt. Ihr blöden Leute steckt unter einer Decke, ey. Matteo! Wir haben schon mal mit dir geredet, kurz. Was weißt du über Paladine? Seit die über Paladine entstanden sind, habe ich nichts als Ärger. Ärger! Als ich letztens ins obere Viertel wollte, halten mich doch glatt die Wachen auf und fragen mich, was ich da zu suchen habe. Und? Natürlich haben sie mich reingelassen. Ich habe meinen Laden schon in der Stadt gehabt, da haben die meisten von diesen Wichtigtuern noch mit Holzschwertern Schweine gejagt. Und gestern kommen die Mistkerle zu mir und beschlagnahmen die Hälfte meiner Ware. Die Paladine haben deine Ware beschlagnahmt? Die Paladine haben deine Ware beschlagnahmt? Alles, was ich bei mir im Hinterhof gelagert hatte. Sie haben einfach eine Wache vorm Hofeingang platziert. Wenn ich Glück habe, nehmen sie nicht alles mit. Zumindest die Rüstungen werden sie wohl dalassen. Da waren wir ja schon drin, haben uns... Und die Bauernkleidung, die wir gerade tragen, ist ja von ihm geklaut, vom Ding her, ne? Also, komisch, dass er sie nicht wiedererkennt, aber war ihm wohl egal. Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Was? Was willst du denn da? Stadtkleidung, ich habe eine wichtige Nachricht. So, so. Hast du schon versucht, an den Wachen vorbeizukommen? Ich glaube, den Versuch kann ich mir sparen. Da hast du vermutlich recht. Dankeschön. Ich weiß ja nicht, wie wichtig deine Nachricht ist. Und es geht mich auch wohl nichts an. Aber selbst wenn du ihnen erzählen wolltest, dass im Hafen gerade ein Schiff voller Orks anlegt, würden sie dich wegschicken. Weil sie ihre Befehle haben. Der tut so, als wäre das schlecht. Kannst du mir jetzt helfen, ins obere Viertel zu kommen, oder nicht? Also kannst du mir jetzt helfen, ins obere Viertel zu kommen? Scheint dir ja echt wichtig zu sein. Die Frage ist, wie wichtig ist es dir? Wie meinst du das? Ich kann dir schon helfen. Immerhin bin ich einer der einflussreichsten Leute hier. Aber das hat seinen Preis. Bescheiden wie er ist.
Was verlangst du denn? Was verlangst du für deine Hilfe? 100 Goldstücke. Da. Du Halsabschneider. Nee. Doch, du Halsabschneider. Du Halsabschneider. Reg dich ab. Es ist ja nicht dein Gold, das ich im Sinn habe. Sondern? Im Grunde ist es mein Gold. Gritta, die Nichte des Tischlers, hat seit Ewigkeiten ihre Schulden bei mir nicht bezahlt. Aber die kleine Göre rennt ständig in neuen Kleidern rum. Das heißt, sie hat das Geld. Ich würde es ja aus ihr rausprügeln, aber Meister Torben, der Tischler, ist auch ein sehr einflussreicher Mann. Beschaff mir das Geld und ich werde dir helfen. Hm. Wo finde ich denn diese Gritta? Ja, braucht man eigentlich nicht fragen, bei Torben halt, ja. Wo finde ich diese Gritta? Wie gesagt, sie ist die Nichte des Tischlers. Sein Haus ist die Straße runter, das letzte Haus rechts vorm Schmied. Also gleich quasi gegenüber. Also das Haus hinter Bosbar, nach Bosbar, wenn wir Richtung Schmied gehen. Wie genau kannst du mir denn helfen? Wie genau kannst du mir helfen? Ganz einfach. Ich werde meinen Einfluss dafür einsetzen, dass du bei einem der Handwerksmeister hier als Lehrling aufgenommen wirst. Als solcher bist du praktisch Bürger der Stadt und kommst ins obere Viertel. Außerdem verdienst du noch was dabei. Ja. Bei wem könnte ich denn als Lehrling anfangen? Warum nimmst du mich nicht als Lehrling auf? Gibt's noch einen anderen Weg, ins obere Viertel zu kommen? Ja, ich mach mal hier, warum nimmst du mich nicht als Lehrling auf? Warum nimmst du mich nicht als Lehrling auf? Come on! Zwei Lehrlinge. Ich. Aber die anderen Meister würden nicht zustimmen. Ich habe nämlich erst kürzlich einen anderen Lehrling aufgenommen. Ach, den darfst du nicht mehr, du armes Schwein. Bei wem könnte ich denn so anfangen? Also der Schmied, Bosbar, Konstantino als Alchemist und er hier. Nee, die drei nur. Bei wem könnte ich denn als Lehrling anfangen? Im Grunde bei jedem der Meister hier an der Hauptstraße. Torben hat ja kein Geld. Da wäre Harad, der Schmied, Bosbar, der Bogner, Torben, der Tischler oder Konstantino, der Alchemist. Irgendwer wird dich schon nehmen. Aber es ist wichtig, dass die anderen Meister zustimmen. Das ist seit jeher Brauch hier in Korinis. Ja, wie bekomme ich denn die Zustimmung der anderen Meister? Wie bekomme ich die Zustimmung der anderen Meister? Du musst sie einfach von dir überzeugen. Geh hin und rede mit ihnen. Aber wenn mehr als einer von ihnen gegen dich ist, hast du keine Chance. Also benimm dich. Gibt's noch einen anderen Weg? Gibt es noch einen anderen Weg, ins obere Viertel zu kommen? Vielleicht. Wenn mir was einfällt, lasse ich es dich wissen. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Kriegskeule, Rapier. Rapier wäre schon interessant. 20 Geschick. 40 Schaden. Momentan haben wir 25 Schaden, also fast den doppelten Schaden. Und wir kriegen ein bisschen Einhandtalent-Bonus. Das ist schon nicht schlecht. Ja. Ist nicht schlecht. Also ich glaube, ich würde auf Geschick gehen. Hilf mir bei einem der... Eins nach dem anderen. Ja, wir wollen erstmal weiterhelfen, genau. Erstmal jetzt hier. Lal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 
Nun, ich will dir meine Zustimmung geben. Aber es wird das Beste sein, wenn du dir vorher den Segen der Götter geben lässt. Sag, bist du ein gläubiger Mann? Oh Gott, jetzt wird's ernst. Ja, und zwar demütigst, Meister Torben. Ja, und zwar demütigst, Meister Torben. Dann geh zu Vatras, dem Priester Adanos, und lass dir seinen Segen geben. Er wird dir sagen, wo du einen Priester Innos finden kannst. Auch seinen Segen sollst du dir holen. Wenn du den Segen der Götter bekommen hast, werde ich für dich stimmen. Okay, das ist ganz einfach. Wir gehen also zu Vatras, sagen ihm, ja, bitte segne uns. Und dann gehen wir zu dem Meister Daron, der will aber Geld haben. Das ist ein bisschen unangenehmer, aber passt schon. Wir sollten vielleicht vorher das Geld komplett ausgeben, weil dann kostet uns das Beten nichts. Dann sagt er so, oh, du bist ja ein armes Schwein, komm, du kriegst von mir Geld, glaube ich sogar. Oder wir kriegen es auf jeden Fall umsonst irgendwie, kostet günstiger. Du kennst dich mit Schlössern aus? Du kennst dich mit Schlössern aus? Was nützt eine gute Truhe ohne ein gutes Schloss? Ich fertige meine Schlösser selbst an. Dann kann ich wenigstens sicher sein, dass ich meine Truhen nicht umsonst so stabil gebaut habe. Ein schlechtes Schloss ist leicht zu knacken. Und Diebe gibt es in Korinis genug. Vor allem in letzter Zeit. Ja, das stimmt. Kannst du mir beibringen, wie man die Schlösser knackt? Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Ich weiß nicht, ob man dir trauen kann oder nicht. Am Ende bist du noch einer dieser Rumtreiber, die nur in die Stadt kommen, um den ehrlichen Leuten ihre Truhen auszuräumen. Bevor ich mir nicht sicher bin, dass du ein anständiger Kerl bist, werde ich dir nichts beibringen. Okay, also muss ich den Segen der Götter haben. Ich glaube, ich muss ihm auch das Schuldenbuch von Lema holen, weil er steht da drin, er hat Schulden bei Lema. Boah, er war beleidigt gerade irgendwie. Und entsprechend wird er uns aus Dankbarkeit, glaube ich, dann das beibringen. Kannst du mir Dietrich hier verkaufen? Hattest du schon mal einen Lehrling? Ja, komm. Oder, warte. Ja, hattest du schon mal einen Lehrling? Hattest du schon mal einen Lehrling? Ja, das ist auch noch gar nicht so lange her. Und? Was ist passiert? Sein Name ist Elvridge. Er ist mein Neffe. Ich war eigentlich recht zufrieden mit ihm, doch eines Tages kam er einfach nicht mehr zur Arbeit. Wir können nur abwarten. Und wo ist Elvridge? Elvridge! Elvridge, du geiler Bock, du! Wo ist Elvridge jetzt? Wo ist Elvridge jetzt? Was weiß ich, er hat sich ständig in dem schmierigen Bordell am Hafen herumgetrieben. Würde mich nicht wundern, wenn er da noch bei so einer Dirne im Bett liegt. Wird sich das jemals ändern? Wie lange hast du ihn schon nicht mehr gesehen? Ich schätze, das ist jetzt etwa 2 Wochen her. Und dann soll er bei einer Dirne im Bett liegen? Was bist du denn für ein ekliger Typ, ey? Hast du das der Miliz gemeldet? Ja, sicher. Sie sollten ihn wieder einfangen und dafür sorgen, dass der Faulpelz seine Arbeit verrichtet. Aber das bereue ich auch schon wieder. Soll er doch machen, was er will. Früher oder später wird er einsehen, dass er ohne gescheite Arbeit in Korinis nicht weit kommen wird. Was du nicht sagst. Ja, das stellen wir auch gerade fest. Ich kann euch sagen, Elvridge liegt nicht im Puff, aber er hat tatsächlich damit zu tun. Dieser Mann hat aufgrund einer netten Dame, die er da kennenlernt, ist er in Sachen verwickelt worden, die ihn zu den Banditen führten und so weiter und so fort. Aber dazu werden wir noch rechtzeitig was hören, auf jeden Fall. Was haben wir noch bei ihm so Schönes? Ich komme wegen Gritta, das kommt als Letztes. Was weißt du über die Paladine? Was weißt du über die Paladine? Nicht viel. Sie kamen vor 2 Wochen mit dem Schiff vom Festland an. Seitdem haben sie sich ins obere Viertel zurückgezogen. Keiner von uns weiß so genau, warum sie hier sind. Viele haben Angst vor einem Angriff der Orks. Ich vermute aber, sie sind hier, um den Bauernaufstand niederzuschlagen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ja. Was weißt du denn über den Bauernaufstand? Man kann immer weiter fragen, echt. Weißt du etwas über den Bauernaufstand? Nach allem, was man hört, hat sich Ona, der Großbauer, angeheuert, Onaga, die Truppen des Königs vom Hals halten sollen. Er hat wohl keine Lust mehr, seine Ernte und sein Vieh den Paladinen und Milizen zum Fraß vorzuwerfen. Alles, was wir in der Stadt davon mitbekommen, ist, dass die Preise fürs Essen hochgehen. Onas Hof liegt weit östlich von hier.
Falls es zu Kämpfen kommen sollte, kriegen wir hier davon sowieso nichts mit. Wenn du mehr erfahren willst, frag die Händler am Marktplatz. Die kommen mehr auf der Insel herum als ich. So, jetzt kommt der große Punkt. Ich komme wegen Greta. Ich komme wegen Greta. Greta. Was willst du von ihr? Es geht doch nicht etwa um Geld. Sie schuldet dem Händler Matteo 100 Goldstücke. Das darf doch nicht wahr sein. Seit dieses kleine Miststück bei mir wohnt, habe ich nichts als Ärger. Sie hat sich bei so gut wie allen Händlern der Stadt verschuldet. Ich musste bei Lema, dem Geldverleiher, 200 Goldstücke leihen, um ihre Schulden zu begleichen. Und jetzt das. Greta müsste im Haus sein. Nur zu, frag sie. Aber ich sag dir gleich, sie hat nicht ein Goldstück. Wir werden sehen. That escalated quickly. Alter Falter. Gut, dann wollen wir gleich mal zu Greta rüber. Gar nicht viel Zeit verlieren. So, wollen wir mal schauen, ob die gute Dame was da zu sagen hat. Hallo Greta, du kleine Wilde. Was willst du, Fremder? Wenn du gekommen bist, um zu betteln, muss ich dich enttäuschen. Ich bin eine arme Witwe. Mein Name ist Greta. Seit mein Mann tot ist, kümmere ich mich um den Haushalt von meinem Onkel Torben. Ich komme von Matteo. Du schuldest ihm noch Gold. Er will sein Geld? Wofür denn? Er hat mir fehlerhafte Ware geliefert. Schlechter Stoff und schlechte Nähte. Hast du mal die Farben gesehen? Das sind nicht die Farben, die ich bestellt habe. Das ist Betrug. Ich sage dir, damals, als mein Mann noch lebte, hätte er sich das nicht getraut. Oh, mein armer Mann. Was war er doch für ein guter Kerl. Gut aussehend, fleißig, ein Kavalier der alten Schule. Wir hatten alles. Vermögen, Glück. Manchmal wurden wir sogar eingeladen zu der feinen Gesellschaft. Das waren Feste. All die schönen Kleider und Frisuren. Das feine Essen und kultivierte Unterhaltungen. Damals war alles besser. Da hat sich niemand getraut, mit so lächerlichen Forderungen das Herz einer armen Witwe zu beschämen. Was soll ich denn machen? Die Rente reicht ja kaum zum Leben und die Zeiten werden auch nicht besser. Das sieht man doch jetzt überall. Die Leute müssen sparen. Es ist schon seit Wochen kein Schiff mehr in die Stadt gekommen. Mein Mann war Handelsschiffkapitän. Ja, nicht nur Kapitän, das Schiff gehörte ihm. Von seinen langen Reisen brachte er immer ein Geschenk für mich mit. Kostbare Stoffe vom Festland, erlesene Gewürze aus den südlichen Ländern. Schluss jetzt. Wo ist das Geld? Schluss jetzt. Wo ist das Gold? Gold. Aber ich habe das Gold nicht. Ich bin nur eine arme Witwe. Eine arme Sau, wenn überhaupt. Wollen wir ihr eine reinbrettern? Es kann sein, dass sie uns fertig macht. Ich hab mich gespeichert. Ich glaube, wir machen den Ehrenmann. Ich werde die Summe für dich bezahlen. Ist, glaube ich, sinnvoll. Aber wir haben kein Geld. Wo haben wir, sollen wir das denn herholen? Wir verkaufen halt deine Klamotten. Dann verkaufen wir halt ein paar von deinen Klamotten. Du hast doch bestimmt noch einen Haufen Zeug im Schrank. Untersteh dich, du Rüpel. Ist ja schon gut. Hier ist das Gold. Na also, geht doch. Verlasse jetzt bitte mein Haus. Oh, verlasse jetzt bitte mein Haus. So, Torben. Deine Nichte hatte 100 Goldstücke bei sich. Deine Nichte hatte 100 Goldstücke bei sich. Was? Diese kleine Schlange, das war mein Gold? Sie hat es aus meiner Truhe genommen. Gib es mir zurück. Ich muss zuerst Lema bezahlen. Matteo kann sein Geld später bekommen. Oh Mann, das ist so schwer. Ja, komm, hier hast du dein Gold. Hier hast du dein Gold. Danke. Damit habe ich zumindest schon mal einen Teil von dem, was ich Lema schulde. Nicht zu fassen, dass sie sich an meinem Gold vergriffen hat. Kannst du mir vielleicht jetzt beibringen, wie man Schlösser knackt? Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Du hast mir die 100 Goldstücke gebracht. Das war sehr anständig von dir. Ich schäme mich fast dafür, aber ich muss noch mehr von dir verlangen. Wenn ich Lema nicht bald seine Schulden zurückzahlen kann, schickt er mir seine Schläger auf den Hals. Gib mir noch 100 Goldstücke und ich werde dich unterrichten. Ist es fair? Komm. Gut. Habe ich die? Hier sind die 100 Goldstücke.
Dann können wir anfangen, sobald du bereit bist. Ach ja, ich habe ja von Lema auch Geld gekriegt. Oh, 50 nochmal. Ah, oh, come on. Ah, machen wir, das ist wertvoll. Bring mir bei, wie ich ein Schloss knacken kann. Du brauchst nur einen Dietrich. Wenn du ihn im Schloss vorsichtig nach rechts und links bewegst, kannst du den Mechanismus aufhebeln. Aber wenn du ihn zu stark oder zu schnell in die falsche Richtung bewegst, dann wird er dir abbrechen. Je geschickter du wirst, desto weniger Dietriche brauchst du. Das ist eigentlich schon alles. Ja, ich brauche natürlich auch noch Dietriche. Kannst du mir Dietriche verkaufen? Wenn ich noch welche habe. Vielleicht können wir was verkaufen. Oh, das ist so teuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kann ich ihm vielleicht irgendwas verkaufen? Ich brauche die ganze Bauernscheiße ja hier nicht. Was kriege ich dafür? Ein? Achso. Jägerrüstung benötigt Stärke 30. Stimmt, deswegen hatte ich ja auch noch gehadert. Oh, es ist so schwer. Müssen wir doch auf Stärke gehen erstmal, ne? Ah, was können wir denn verkaufen? Wolfsmesser werden wir nie benutzen. Rostiges Schwert verkaufen wir 2. Die ganzen Knüppel hier. Schürhaken. Stumpfschaden 5. Das hat auch leider gar nichts, ne? Ich habe nur Müll gekauft bisher. Ist das ärgerlich. Fehler out of memory? What the fuck? Es geht weiter? Warum geht's weiter? Das Spiel macht nur Trouble. Das ist so krass. Ich muss einmal neu starten. Huh?